Hallo, da sind wir wieder. Und zwar heute vom Campingpark Hofgut Schönerlen, wo wir diese Nacht kostenfrei in diesem Wohnwagen übernachten durften. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall als allererstes. Es war ganz schön, nachts mal ein Dach über dem Kopf zu haben und es schön muckelig warm zu haben. So, wir wollen euch jetzt unseren Wohnwagen mal zeigen, wo wir diese Nacht geschlafen haben. Weil er steht zur Vermietung, zur Verfügung. Man kann hier auch übernachten. Ja, draußen gibt es auf jeden Fall eine Sitzgruppe und einen Grill. Und von außen sieht man dann eben noch den Wohnwagen mit einem festen Vorzelt. Kommt mal rein. Das Vorzelt besteht zum einen aus einem Mülleimer, einer Sitzgruppe nochmal im Vorzelt, wo man etwas windgeschützter sitzen kann, einem Kühlschrank mit Wasserkocher und Kaffeemaschine obendrauf und einer Küche. Die Küche ist auch voll ausgestattet. Neben der Küche steht ein großer Besen, damit man, wenn man auch länger hier ist, mal durchfegen kann. Die Küche hat ein Spülbecken. Unterm Spülbecken hat man zwei Kanister für Wasser, eine Spülschüssel mit allem, was man zum Spülen braucht. Das heißt, es wird alles vom Campingplatz gestellt. Handfeger, Kehrblech, es gibt hier eine Gasflasche zum Kochen für da oben und sogar Grillanzünder für draußen. So, machen wir mal hier weiter. Hier ist alles Mögliche, was man zum Kochen braucht, von Schneebesen über Pfannenwender, über Suppenkelle. Hier sind sogar Streichhölzer, ein Feuerzeug oben fürs Gas, ein Eitrenner, ein Dosenöffner und sogar ein Korkenzieher. Zewas sind auch noch vorhanden. In der nächsten Schublade sind Topfuntersetzer und Topflappen, Kaffeefilter, ziemlich viel Besteck. Ein Brötchenmesser, Messer zum Schneiden und hier unten ist von Grillzange über Töpfe, Pfannen, einem Sieb, diversen Schüsseln und einem Brotkorb alles drin, was man braucht. Das heißt, ihr müsst nichts mitbringen, außer eure Sachen, die ihr zum Essen verarbeiten wollt. Alles kommt natürlich ausgestattet mit Strom. Das heißt, wir haben hier draußen sogar Licht für abends, wenn man abends draußen noch zusammensitzen möchte, vor allem im Sommer. So, da kommt mal rein. So, hier drin hat sich Emma ein bisschen ausgebreitet. Das war Andres Schlafplatz. Das ist eine Sitzecke, wenn man zu zweit ist und hinten im Bett schläft. Wenn man mit mehr Personen hier drin schläft, wie wir diese Nacht, kann man den Tisch runterklappen und hier draußen noch eine Schlafecke machen für bis zu zwei Personen. Hier oben sind diverse Verstaumöglichkeiten für Kleidung oder auch Spiele, Knabberzeug etc. So, hier ist die Küche vom Wohnwagen. Über der Küche vom Wohnwagen sind hier einmal Gläser drin. Hier ist sogar eine Butterdose dabei. Hier sind Eierbecher dabei. Also wirklich alles, was man braucht. Hier sind nochmal drei Glas- oder drei Porzellanschüsseln für, wenn man kocht und mehr hat, zum Beispiel auch noch Salat machen möchte. Hier sind Tassen und kleine Teller für Kaffee und Kuchen. Hier sind sogar Müslischalen oder Schalen für Suppe. Und hier drüben ist ein großer Kleiderschrank mit zusätzlicher Verstaumöglichkeit für T-Shirts und so weiter. Hier ist nochmal ein extra Kissen mit drin. Und da unten ist die Heizung
weshalb es diese Nacht wirklich schön muckelig warm hier drin war. Dann gehen wir mal hier einfach auf der Seite weiter. Hier ein Durchgang und wieder diverse Verstaumöglichkeiten, wenn der Kleiderschrank nicht reichen sollte. Wer weiß, wenn man mit zwei kleinen Kindern vielleicht auch reist, noch Windeln hat und so. Also hier ist definitiv genug Platz zum Verstauen. Und hier haben Emma und ich geschlafen in diesem Bett. Wir müssen sagen, das war sehr, sehr gemütlich und es ist sehr schön, auch mal auf dem Campingplatz zu schlafen in einem Wohnwagen. Wir kennen es ja meistens nur aus dem Zelt. So, wenn wir jetzt hier vorne weitergehen, auf der anderen Seite haben wir hier eine Garderobe, da haben wir unsere Jacken aufgehängt. Und hier gibt es noch zusätzlich ein kleines Badezimmer mit einem Waschbecken und einer Toilette. Das ist vor allem praktisch, wenn man kleinere Kinder dabei hat oder wenn man mal schneller auf Toilette muss und es wahrscheinlich nicht mehr bis zum Waschhaus so schnell schafft. Dann kann man das hier quasi als Toilette oder als kleines Badezimmer nutzen. Mit kleinen Kindern sehr, sehr praktisch. So, hier vorne ist noch ein kleines Regal und noch ein kleiner Unterschrank. In diesem Regal sind tiefe und flache Teller. Da oben sind noch zwei, ja, mittelgroße Schalen. Und ja, hier stehen auch unsere Flaschen. Aber hier ist noch jede Menge Lesematerial über den Campingplatz und über die Region Westerwald. Da merkt man auch, dass den Campingplatzbesitzern die Region Westerwald sehr am Herzen liegt. Und hier unten ist noch mal ein Schrank mit Teelichtern. So. Ja, das war die kleine Roomtour zum Wohnwagen, zum festen Wohnwagen, den man mieten kann. Uns hat es hier sehr gut gefallen. Wir haben gestern Abend auch gekocht. Wir haben aber hinten im Waschhaus zum Beispiel gekocht, haben dann hier aber gemütlich gegessen. Wir haben super, super gut geschlafen und wir haben uns hier richtig wohl gefühlt. Leider ist die Nacht schon vorbei und wir müssen heute abreisen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!